Hey, yes, Internet, alles klar. Herzlich willkommen zurück zum nächsten Part. Und ich bin gerade schon in der ersten Brenzling-Situation. Zwei gute Gegner gerade in der Nähe, KI-Gegner. Hier ist einer. Scheint auch von der Summenfraktion zu sein, würde ich sagen. Und hier unterirdisch steht immer noch hier einer. Wir machen jetzt gerade den Übergang zur zweiten Woche. Ich habe alles getan, glaube ich, was ich tun könnte. Guck mal, was sie so tut. Hoffentlich ist es noch nicht das Ende. Yeah! Ich meine, ich bin ja auch nicht gerade aus dem letzten Loch am Pfeifen. Ah, er kommt. Er kommt tatsächlich. Das Böse. Hier war irgendwas, was ich viel rekrutieren konnte, ne? Harpyn 48. Und der hat so viele Einheiten, verdammt. Also von dir wollte ich doch gerne, dass du. Aber das ist auch gefährlich, die hier rumzuschicken, ehrlich gesagt. Meine Güte. Uff, ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt hier am besten hinbekomme. Wow, hier safe ich nochmal. Okay, sorry. Aber ich muss gerade viel überlegen. Machen wir nochmal die Standardsachen. Alles Übliche. Schon mal. Du hier. Du kannst, glaube ich, dahin latschen. Du machst die übliche Runde, um wieder alles, was man abfarmen kann, bei der neuen Woche abzufahren. Kennt ihr inzwischen, brauche ich gar nicht mehr erklären. Du hier, gehst mal zuerst da lang, um das Geld zuerst zu holen. Du warst ein Scout, du kannst mal gerne scouten. Er kann immer noch einen weitergucken, weil er so ein Spezialfernrohr dabei hat. Boah, hier gibt es so viele geile Sachen, die ich gerne hätte, ist das Problem. Ich mach das. Ah, jetzt habe ich die bewegt, ich Trottel. Komm, ist nicht so wichtig. Die kann ich auch erst nächste Woche holen. Was ich machen wollen würde, wäre. Ich hole mir noch den Bonus von diesem Maletto Tower plus One Defense. Jo, ich habe einen Plan. Der ist nicht brillant, aber das ist ein Plan. Hier baue ich jetzt erstmal, ja, die Tavern, soll ich mir das erlauben? 500, obwohl 500 sind 500, das sind wieder Einheiten, ne? Und du hier, müssen wir hier Angst haben, dass jetzt der Typ unbedingt kommen wird? Vielleicht bleibt er noch weiter darin sitzen. Und meine größte Hoffnung wäre, obwohl der könnte es locker schaffen. Wenn er die Straße entlang reitet, ist er hier in einem Zug da. Wie weit kann ich denn reiten? Meine Güte, das ist ganz knapp. Eigentlich muss ich hier auch die Defense super hochbauen, besser. Verdammt! Verdammt, 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 verdammt. Okay, also ich weiß ja, er hat sich die ganze Zeit nicht bewegt. Und was ich jetzt eher machen würde, ich habe mehr Angst vor dieser KI hier. Die hat several Hydras dabei, zwei superschnelle Flugeinheiten, ein Pack, also eine ganze Menge von Fernkampfeinheiten, das sind Medusas. Ich gehe jetzt mal. Ja, wie machen wir es? Ich habe gespeichert am Anfang der Runde. Ich habe jetzt noch nicht viel getan. Das kann so bleiben. Wir lassen das mal. Ich save jetzt nochmal eben hier. Und werde das Folgende machen. Ah. Ich wollte die skillen einfach, die Frau. Aber das ist jetzt nicht so wichtig, glaube ich. Das sollte ich mir lieber sparen. Hoffentlich skillen machen wir mal anders mal. Nachher steht die nämlich hier rum. Und er greift mich nicht an, wenn ich hier hingehe, sondern rennt hier durch und macht sie weg. Und ich will die gerne behalten, diese Vidomina. Da! Das ist echt schwer. Aber es gab noch was anderes, was ich hätte tun können. Jawohl. Und zwar Einheiten farmen, glaube ich, ne? Was schaffst du das, bis da zu rennen? Und wieder zurück zu sein? Vermutlich nicht, fürchte ich. Machen wir mal für Vidomina das hier klar. Gib mal alles her, mein Freund. Hier gibt es nämlich schon einiges zu finden, glaube ich. Ich glaube, das führt auch direkt dahin. Ich hoffe, hier ist keine Abzweigung, sodass es noch woanders hingeht. Dann ist das alles safe hier. So, du bleibst jetzt mal kurz hier. Schön wäre es, wenn wir es schaffen könnten, bis da zu reisen. Wir haben viele Bewegungspunkte. Ich möchte hierhin, die hier noch holen und dann wieder zurückreiten. Ey, ich weiß nicht, ich das schaffe.
Ich muss dir natürlich nur die schnellsten Einheiten mitgeben. So, mit dem Genie ist er schon ziemlich gut und schnell beraten, der müsste eigentlich schnell sein. Machen wir mal nochmal ein Save eben. Für diesen einen. Machen wir hier auf Ende jetzt. Save schon mal. Hierhin. Bringt ihr mir Bewegungspunkte wieder? Ah, klappt leider nicht. Holst dir umsonst die Imps und kommst wieder zurück. Ne, klappt gar nicht leider. So. Ich habe ja gesaved. Ich wollte mir von diesem Maletta-Tower für die Frau auf jeden Fall noch diesen Bonus holen. Dafür greife ich die hier an. Mein Gott, ist das kompliziert geworden, gerade. Also das ist billig. Ich habe hier keine Angst vor diesem Kampf. Das geht schnell. Lass mal gucken. Ich mache trotzdem nochmal slow auf die. Weil auch die sind schnell. Ich glaube, die haben 7 Speed immerhin. Ja. Kurz warten. Lass mal die näher kommen. Und dann schießt man den Fernkampfeinheiten weg. Slow ist so ein gemeiner Spruch. So. So. Und du kommst nicht dran. Du kommst nicht dran. Aber du fliegst. Und jetzt die nächste Runde weg. 524 XP. Oh, das könnte nochmal Geld bedeuten hier. Ist ja auch nicht schlecht. Jetzt, mein Plan ist, ich bring dich, Baby, zurück. Und zwar musst du zu Ateneo, meiner Heimatstadt. Damit ich gegen den Typen hier unten ankomme, der mir gefährlich erscheint zumindest, möchte ich hier jetzt unbedingt noch mehr Einheiten hinzufügen. Ist doch schon mal was, oder? Guck mal. Sieht doch gut aus. Sieht doch gut aus. Wenn ich mir jetzt noch erlaube, 4, immerhin. Oder lieber mehr von denen noch. Oder mehr von denen, der von denen. Pass auf, ich mach's mit denen. 13 von denen sind 7800. Ich habe schon 42. 13 mehr ist eine Wucht auf jeden Fall. Und die sind noch nicht so schnell, meine Giganten, leider. Boah. Wie viel Magier könnte ich rekrutieren? 16 mehr dazu. Ich gehe mal auf Giganten, weil das schreckt so eine KI auch gerne ab. Es sind aber nur 4, ne? Dann gehe ich lieber in die Masse, oder? Die kosten auch 7200. Oder ich fange mal an, mir richtig Geld einzusacken, indem ich ein paar Sachen verticke. Die könnte ich locker auf, bringen wir die mal auf 20 runter. Also würde ich 23 verticken. Wären ja immerhin nochmal 1725. Die bringe ich auch unter, die bekomme ich auch jeden Tag einen dazu, denke ich. Auch unter auf 20, also 16 verticken. Obwohl von denen brauche ich nicht so viele. Das bringe ich mal runter auf sogar nur noch. Ne, mach mal lieber 20. Ist immer ein schöner kleiner Rückhalt. Ich bekomme auch furchtbar viel von diesen Billo-Dingern. Mach mal hier mal 20 weg. Jetzt habe ich 13.085. 6 von denen. Ich regel das mal anders. Ich setze mehr auf die Billo-Einheiten. Einfach, was soll's. Hoffentlich war es kein Fehler. Aber ich habe gesaved, ich könnte nochmal neu starten. Würde ich mir auch erlauben. Jetzt, der Plan ist, du Mädchen, gehst wieder zurück nach Marschenk. Die neue, nein, Sorrowcrown ist das. Jetzt war der Sinn. Hier ist nur ein Feld frei. Ich kann ihn hier blockieren. Ich muss nur mich da reinsetzen. Besser wäre es, wenn ich hier drin bliebe, weil dann hätte ich mehr Defense. Hier habe ich immerhin ein Fort. Aber es sind doch nur Verteidigungswalls. Aber ich habe gesaved. Wenn das nicht hinhaut, kann ich immer noch denselben Plan machen und mich mal ins Fort setzen. Gucken, was mir das bringt. Aber ich hätte jetzt mal aggressiv vorgehen und hier blockieren schon. Das ja. Er könnte auch sonst hier einfach, wenn er selbst mal nämlich nicht angreift in der Stadt, könnte er hier vorbei und klappt mir Sachen weg. Und hier liegen ein paar sehr schicke Sachen, wie ich finde. Und ich kriege mal XP durch den Angriff auf diese Typen hier. A Throng. Es sind auch viele auf jeden Fall. Aber die müssen jetzt weg. Verdammt, ob das schlau war, ich weiß es echt nicht. Verdammt! Sorry, das Schreien. Okay, hoffentlich hat einer meiner Leute hier nochmal
Bonus, hohe Moral, doppelte Bewegung. Ah, ist alles nicht so gut. Der Plan war wohl doch nicht so ausgereift. Jetzt verliere ich nämlich erstmal wieder locker 30 Gremlins. Also dafür sehe ich, der Kampf jetzt aber auch vorbei hier, tatsächlich. Immerhin, guck mal, fast 50 Master Genies machen bei denen jetzt mal 1.1k. Oder bis 1.3k Damage. Das waren weniger, nur noch 10. Ich mach mal die hier weg. Du machst, das waren ganz wenige, nur noch 10 weg. Du ballerst nochmal auf die weg. Ich habe 22 verloren, ist aber egal. 1650 Experience. Leadership. Könnte ich auch gebrauchen. Jetzt gerade, wo ein Kampf bevorsteht. Aber ich glaube, ich wollte der Frau lieber andere Sachen geben. Ich muss auf Dingens hoffen. Auf Diplomacy. Die soll gar keine große Kämpferin werden am Ende, ehrlich gesagt. Und Air Magic wäre auch ganz cool, glaube ich, wenn ich das auf Expert bekommen könnte vorher. Sie kann nur noch sich ein Feld bewegen. Ich muss genau hier stehen bleiben, dann blockiere ich das Ganze. So, jetzt wird's spannend. Wir gucken mal, greift er mich an oder nicht? Wenn er mich angreift, wenn er mich fertig macht, dann wäre das Spiel ziemlich verloren. Nein, er haut ab. Ich sehe die einzige Chance drin, dass ich mir den Wichser schnappe. Ah, sorry für die Sprachauswahl. Aber wir machen jetzt mal hier safe. Und zwar auf den zweiten Safe-Slot. Anfang der Runde. Wieder die üblichen kleinen Sachen hier. Dann habe ich meine Gremlin-Straße wieder rein. Du hier. Geld ist nicht schlecht, also her damit. So, du hier. Bist tatsächlich erstmal nochmal weiter lang gelatscht. Was ist denn das hier eigentlich? Den of Thieves. Searching through the underbrush, you find a secret entrance to the Den of Thieves. An old acquaintance fills you in on all he has learned since your last meeting. Geil. Bei dieser Instanz bekommt man einen Überblick über alles, was da ist. Hier, ist das der, gegen den ich kämpfen muss? Mit den Hydras. Der hat die meisten Obelisken gefunden. Ich bin rot, ne? An zweiter Stelle mit den drei Towns teilen wir uns das. Das heißt, die erste Platz sind zwei Stück drin, die haben mehr als drei Towns jeweils. Ich habe die meisten Heroes, Gold bin ich ganz hinten, Wood und Ore ganz hinten. Der Computer ist voll abgegangen, auf jeden Fall. Obelisken found Artefakte bin ich relativ gut dabei. Kingdoms, oh mein Gott, meine Kingdom Army Strength wird als ganz die schlechteste bewertet. Daran, das ist ganz schlecht. Mein Einkommen, oh mein Gott. Ich glaube, das Game habe ich schon verloren. Ja, glücklicherweise, ich habe auf jeden Fall eine gute Position. Aber die beste Position hilft nichts, wenn irgendwann die KI kommt und dich einfach wegmacht. Von dir möchte ich gerne, dass du... Du solltest erkunden helfen, ne? Jawohl. So, du, wird dringend Zeit, dass du, Junge, mal wieder zurückkommst hier. War jetzt nur, um nochmal ein paar neue Einheiten zu holen. Und, ich muss auch gleich wieder hier an dieser Burg arbeiten. Ist mir das Wichtigste, glaube ich, dass ich jetzt hier... eine echt gefährliche Burg mache. Das ist meine zweite. Am meisten ausgebaut, am meisten reingesteckt und muss jetzt auch so gut wie möglich aufgebaut werden. Geld holen durch Tavern. Wenn ich die hier baue, kann ich demnächst statt der Village Hall die City Hall machen. Die bringt mir dann schon mal 500 mehr pro Runde. So, hier wollte ich unbedingt rekrutieren, damit keine KI, also die KI, die da unten in blauer Stellung steht, auf die Idee kommt, mich jetzt doch hier anzugreifen. Das sind doch schon mal ein bisschen passablere Zahlen hier, oder? Kann man eigentlich sagen. Wen habe ich denn gerade? Die hätte ich upgraden können, oder? Ja, nicht getan. Egal, du hattest alles besucht. Ich glaube, es ist alles gut. Jetzt kommt's. Jetzt mache ich nochmal ein Save, und zwar auf dem Ende der Runde. Zweiter Save-Slot, Ende Runde. Und von dir hätte ich gerne, dass du suchst den Typen. Ich will den Kerl direkt wegschlagen jetzt. Da gibt's nichts. Wo bist du hin, Kerl? Ist er hier oben lang gerannt? Ich finde ihn nicht.
Egal, gucken wir mal die nächste Runde. Da oben ist er, ich habe recht. Machen wir nochmal ein Safe. Und zwar Safe Slot 3, Anfang einer Runde. Ich schlag ihn jetzt einfach mal weg. Da ist er. Na, da ist noch ein Gegner. Ja, los, komm, das wird ein spannender Kampf nochmal. Für die letzten 5 Minuten. Och, und ich habe so eine Angst gehabt, Alter. Gut, der ist ein super Taktiker. Also, das ist ein guter Held. Ja, das ist eine interessante Aufstellung. Ich könnte hier einfach zumachen. Kommt keiner von den beiden mehr durch. Geschwindigkeiten hat der 7, 7. Der hat 2 Fernkampfeinheiten. Alles billig. Ich mache den kalt. Ich mache einmal Slow auf alle und ich kriege den vielleicht in einer Runde weg. So werde ich es probieren. Ja, nicht mit Blind arbeiten oder sowas. Slow auf alle. Passt auf. Angriff Nummer 1. Wer hatte die meisten XP? Oder genau. 175. 575. Ich kriege die nicht klein. 1, 2, 3, 4 Einheiten. Ich habe 1, 2, 3, 4. Ich werde die nicht klein kriegen, verdammt. Ah, nicht in einer Runde. Fünfmal 175. Verdammt. Das ist blöd. Aber egal, ich werde den so gut es geht einfach nur wegschlagen. Pass auf, ein anderer Plan jetzt. Wenn ich einen Titan verliere, ist es auch nicht so schlimm. Ich mache die hier auf jeden Fall weg. 3 Speed, 3 Speed. Ja, ist recht so. Also lass mal gucken. 80, 5, 70, 5. Du machst die hier weg. Du machst... die hier weg. Ja, ich verliere lieber Gargoyles, glaube ich. Ne, ich muss hier zumachen, oder? Ne, muss ich gar nicht. Die haben alle keine schnellen Bewegungsreichweite mehr. Ist prima. Ich überlege nur gerade, ob der nachher von hier oben hätte ankommen können. Und nein, da hat jemand überlebt. Ist nicht so schlimm. Hat auch nur Speed 3. Die Fernkampfeinheiten wegballern. 11x25 im Vergleich zu 12x22. Interessante Rechnung. Wir machen die hier weg. Ja, ich habe alles nicht so gut geschafft, wie ich mir das gewünscht hätte. Wir machen die Hydras ein bisschen weg. Oh, er kann sogar nochmal angreifen. Elf, 13. 23. Ja, los, die Hydras müssen weg. Komm du mal hier hin. Du musst die hier wegballern. Schafft er auch nicht. Lass ihn nicht abhauen, er haut ab. Er haut ab, das ist blöde. Egal, ist okay. Ich habe die Gefahr hier beseitigt. Ich werde jetzt schnell mal hier oben lang rennen und gucken, was es hier so gibt. Scouten. Scouten ist das Gebot der Stunde. Gucken, woher der kam. Gucken, von wo Gegner kommen können. So, du bleibst da drin. Du holst dir noch hier, was alles möglich ist. Das hier ist ein Scholar. Der kann einem, meistens bringt er einem eine Fähigkeit bei. Will ich aber haben, glaube ich. Und sie muss noch, glaube ich, wieder Graveyard Skelette abholen. Nicht Skelette, sondern Dingens. Zombies. Habe ich Geld? Ich habe Geld. Hole ich mir. Die übliche Tour halb, ihr kennt das. So, mit dir. Nur noch du. Hier, weiter upgraden.
Da kenne ich nichts. Der Blood Obelisk, den wollte ich haben, weil der nochmal mehr abschreckend gegenüber der KI ist. Bringt mir auf jeden Fall auch mehr plus 2 Attack Skill, wenn ich verteidigen muss mit meinem Helden hier drin. Ja, hier es gab zwei Sachen hier in dieser Sumpf. Fraktion. Glyphs of Fear plus 2 Defense für den verteidigenden Helden und nochmal Blood Obelisk. Ist halt cool. Ne? Ist halt so Echsenmenschen Sumpf. Die haben so ein Spruchband, Glyphen der Furcht und Blutobelisken. Da werden vermutlich irgendwelche Menschen aufgeopfert. So. Ich konnte was upgraden, ne? Ich habe die Weavern schon abgegradet. Dann mache ich jetzt aus meinen Weavern mal gucken, was das bringt eigentlich. 2700 kostet. Meine Wyvern werden jetzt zu Wyvern Monarchs. Oder Monarchs. Wie auch immer man das ausspricht. Das ist cool. Vorher hatten die 14-14, hat sich nicht geändert. 18-22, die machen locker mal bis zu 4 Punkte mehr Schaden. Health ist leider auch gleich geblieben. Aber die sind schön schnell geworden, jetzt mit 11. Und die sind poisonous, die haben eine extra Fähigkeit dazu bekommen. Bin jetzt nicht so super begeistert von dieser Einheit, aber egal. Alles her, was es gibt. Ich muss einen möglichen bald bevorstehenden Angriff hier was entgegensetzen können. Und das ist noch lange nicht genug, so eine Armee hier. Baut er hier irgendwas aus? Der macht gar nichts, ne? Gut, dann haben wir es geschafft. Und die Gefahr hier oben ist erstmal beseitigt und ich habe praktisch eine zweite Stadt, die ich eigentlich auch gerne weiter ausbauen wollte. Ich hätte doch hier gerne die Town Hall gebaut. 2500. Kriege ich das noch hin? Nee. Verdammt. War vielleicht ein Fehler. Hätte ich zuerst dran denken müssen. Egal, das habe ich hier jetzt auch schon gut ausgebaut. Das ist meine zweite gut ausgebaute Stadt. Den Hydra-Pont hätte ich gern noch, kostet aber auch 15.000. Und dann wird als nächstes die Stadt hier ausgebaut. Jo, alles klar. Alles klar, das war's für diesen Part. Und wir gucken gleich direkt weiter in die nächste Runde. Aber nee, wir gucken im nächsten Part weiter in die nächste Runde. Aber der folgt auch, glaube ich, heute direkt wieder, wenn ich das richtig im Kopf habe, von dem Upload-Plan. Mach's gut, danke fürs Zusehen und einen schönen Abend. Ansonsten bis dann, Internet. Bye.